Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum August 2016 und liebe Löwen, es ist euer Monat, also alles Gute zum Geburtstag. Ich heiße euch herzlich willkommen aus dem Plätti Zoo in Frauenfeld aus der Schweiz. Leider Gottes, ich kann mich nicht zerreißen, gibt es keine andere Möglichkeit, hier Löwen ins Bild zu kriegen, außer in den Zoo zu gehen. Das ist so etwas, das mache ich nur ganz, ganz selten und eigentlich haben die hier auch wirklich einen ganz kleinen Käfig. Nun ja, aber so ist das halt leider. Wir haben hier wunderschöne Tiere und es war sehr, sehr interessant. Ich bin jetzt hier an dieses Gehege gekommen und das Männchen hat irgendwie, lag da so, hat mich gesehen, hat mich schon so angeguckt und hat sich direkt weggedreht. Also ich kann ihn voll verstehen. Also meine Lieben, das sind sehr, sehr königliche Tiere, sehr stolze Tiere, sehr große Tiere, sehr gefährliche Tiere. Die königlichen, majestätischen Farben sind Gold, ist die Sonne auch als Symbol, oder? Der Sonnengott Ra, die Helligkeit, die Hitze, das Temperament, das Feuer, das ist alles Löwe. Und auch der Stolz, das Selbstbewusstsein und einfach die Königlichkeit. Okay, also wir hätten auch noch eine Grundenergie für alle Sternzeichen in diesem Monat August 2016. Und das wäre nämlich der Page der Münzen auf dem Kopf. Für mich sind das sehr fröhliche Menschen, vielleicht junge Menschen oder jung gebliebene Menschen, ja, die so ein bisschen zigeunermäßig sind. Also mit so Leuten kann man sehr, sehr gut feiern, finde ich. Aber vielleicht sollte man von denen nicht allzu viel erwarten, was vielleicht Zuverlässigkeit angeht oder so. So eine Energie oder Treue angeht, so eine Energie könnte irgendwie in diesem Monat kommen für uns alle. Also das ist wie so ein kleiner roter Faden, der uns alle so ein bisschen angeht. Aber ich sehe da drin eigentlich mehr so eine spielerische, leichte Energie. Es kann einfach sein, dass wir vielleicht mehr uns rauswagen, einfach Leute kennenlernen und einfach das Leben genießen und es vielleicht auch mal nicht ganz so genau nehmen. Also irgendwie war das so, das kam mir jetzt einfach so in den Sinn beim Pagen der Münzen auf dem Kopf jetzt hier. Ne? Ich denke mal, wenn wir uns darauf beschränken, dann auch einfach den Monat etwas spielerisch zu sehen, vielleicht mit Leuten, mit neuen Leuten, die wir kennenlernen, dann ist das sehr, sehr gut. Auf alle Fälle ist es immer ratsam, eben genau zu prüfen, mit wem wir es so zu tun haben, falls wir da tiefergehende Entscheidungen treffen. So, alles klar, dann fangen wir mal an mit euren Karten. Hallo meine lieben Wassermänner, willkommen im pompösen Löwemonat August 2016. Und was ist groß genug für so eine passionierte, ruhmreiche und egolastige Energie wie den Löwen? Da kann man ja auch nur ins Stadion gehen, oder? Da braucht man natürlich sehr, sehr viel Platz. Und sehr viel Applaus. Also meine lieben Wassermänner, hier sind einmal eure Tendenzen für den Monat August 2016 für alle, die Wassermann sind im Sonnenzeichen, im Aszendenten oder im Mondzeichen. Ja, was bietet uns denn hier dieser Monat? Wir haben jetzt hier in den ersten 10 Tagen im Wellness-Sektor sozusagen. Wie geht es euch denn psychisch und physisch denn so? Wir haben 20 Neuanfänge. Es kann gut sein, dass euer physischer und emotionaler Zustand sich hier stabilisiert und ihr wieder ein Licht am Ende vom Tunnel seht. Okay? Also hier kann sich wirklich etwas verbessern, tendenziell. Es kommt natürlich ganz drauf an, wo du gerade stehst gesundheitlich. Es sind natürlich sehr viele Wassermänner, die hier zuschauen. Die einen, die gesund sind, für die kommt einfach eine sehr stabile Phase, wo ihr auch glücklich sein könnt. Und für die anderen kann das gut sein, dass sich einfach ein Gesundheitszustand etwas mehr stabilisiert, als es vorher der Fall war. Es ist natürlich auch wichtig, was ihr im Aszendenten und im Mondzeichen seid. Da könnt ihr euch auch sehr gerne die anderen Videos dazu anschauen. In den Finanzen und im Job hätten wir zwei Ariel. Das ist so ein bisschen hin und her. Das kann sein, dass ihr dann eine Balance finden müsst, dass ihr das mal Geld reinkommt, mal nicht. Es ist instabil mit den Finanzen. Es ist auch instabil vielleicht in dem Beruf an sich. Da geht es vielleicht darum, ein stabiles Niveau anzustreben, wenn ihr das möchtet. Und wenn euch diese Situation nicht gefallen sollte. Die Karte zeigt auch, dass ihr das Ruder in die Hand nehmen müsst. Dass es so kommt, wie ihr das macht, ja? Na, oder beziehungsweise, dass die Tendenz immer noch flatterhaft ist, aber dass ihr doch ja, das Pendel immer mehr in eure Richtung ziehen könnt eben.
aber es erfordert eben schon Mühe in dieser Zeit. In den ersten 10 Tagen haben wir im kreativen Bereich, das können kreative Projekte sein, Bilder, die ihr malt, soziale Angelegenheiten, wo ihr ehrenamtlich tätig seid oder die Nebenjobs, die ihr manchmal so macht, ein paar Stunden die Woche oder so. 9 Raphael, oder hätten wir eine sehr, sehr gute Chance, das Leben zu genießen tatsächlich. Es kann gut sein, dass wir künstlerisch aktiv sind und eben Erfolg haben, uns Leute gut finden. Ja, das kann sowas sein. Oder dass ihr einfach das Leben genießt oder vielleicht gar nicht unbedingt arbeitet oder so. Oder wirklich tatsächlich kreativ seid. Oder man eben die Zeit mit euch auch sehr genießt und du mit anderen Menschen. In der Liebe haben wir 8 Raphael. Das kann sein, dass ihr euch hier abnabelt, dass ihr traurig davon geht, dass ihr aber seht, dass es bessere Chancen gibt für euch, ihr da am Anfang traurig seid, aber den Weg geht. Ob ihr nun in einer bestehenden Beziehung seid und vielleicht dort neue Wege geht, die euch schwer fallen. Oder ob ihr die Beziehung verlasst oder ob ihr eine Person irgendwie verlasst, die ihr mögt. Das kann auch sein. Es ist da schon eine Abnabelung, wie ich sehe. Dann haben wir die Leute, die euch umzingeln. Nein, also die das ist jetzt das Wort, was mir gerade eingefallen ist. Die einfach in eurer Umgebung sind. Und das sind hier 2 Gabriel und das sind Leute, die sich nicht entscheiden können. Vielleicht ist es deswegen, weil sich ein Partner nicht entscheiden kann, für oder gegen die Beziehung oder irgendwie. Und ihr deswegen hier geht. Es sind unentschiedene Menschen, mit denen ist nicht so viel los. Wenn ihr irgendwie auf Leute angewiesen seid, jobmäßig, dann sind die unentschieden, ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also der stärkste Bereich ist wirklich hier die Kreativität oder das Nebenbei-Denken. Dann haben wir hier in der nächsten Spalte vom 10. bis zum 20. August. Wie geht's euch? 10 Raphael, wow! Ihr fühlt euch vielleicht verliebt und sehr stabil, auch emotional. Und das ist eine so große Glückskarte im Tarot. Also da sollte es gesundheitlich sehr gut weitergehen hier. Im Job und in den Finanzen 10 Ariel. Oh, da seid ihr auch super abgesichert. Wo hier unentschlossen, also hier eine innere, nee, also ein instabiles Fundament versachtigt. Stabilisiert sich hier das Finanzielle ungemein. Also da kommt auch richtig Geld rein. Das sieht sehr, sehr schön aus hier vor euch. Kreative Bereiche, nebenbei Projekte, aber auch Soziales. Der Magier, ihr zeigt dort Initiative oder ihr sollt Initiative zeigen, denn die Chancen sind sehr, sehr gut, wenn ihr initiativ seid, ja? Und es ist eine sehr kreative Energie. Oder so ein Magier, der ein Projekt voranbringt bei euch, kommt in dieses Projekt hinein und hilft. Wir haben jetzt hier in der Liebe 7 Gabriel. Oh, also das ist so ein bisschen, ihr nabelt euch hier ab oder versucht es. Und hier ist es so, dass ihr euch nicht sehr wohl fühlt, vielleicht traurig seid und die ganze Geschichte noch nicht so abgeschlossen ist. Vielleicht nagt ihr da noch ein bisschen an den Gefühlen rum. Vielleicht seid ihr da noch ein bisschen traurig oder so. Ja? Also die großartigen Chancen sind hier auch eher irgendwie nicht. Ich sehe eigentlich, dass ihr vielleicht mehr arbeitet. Sowas in der Art, viel mehr. Die arbeiten, oder? Das kommt immer drauf an. Dann haben wir hier die Leute in der Umgebung und die schleichen sich davon, die Leute. Also Versprechen werden vielleicht nicht eingehalten. Ob die nun in der Liebe Versprechen nicht einhalten oder im beruflichen oder in sonst irgendeinem Bereich. Also Versprechen werden hier leider nicht eingehalten. Ne? Oder ihr seid nicht so ganz klar mit den Leuten und ihr haltet Versprechen nicht ein. Das kann es halt auch sehr sein. Okay. Liebe Wassermänner, wir haben jetzt hier die letzten 10 Tage vom 20. bis Schluss. Wie geht es euch denn psychisch und physisch? 7 Raphael, ja. Also wenn es im Psychischen ist, dann solltet ihr aufpassen, dass ihr euch nicht zu viele Illusionen macht. Vielleicht sind das auch irgendwelche Depressionen, vielleicht sind das auch so Wirrungen und Irrungen und ja, also das ist so ein bisschen crazy, diese Karte, wenn die halt hier irgendwie im psychischen und im physischen Ding ist, okay? Vielleicht seid ihr auch irgendwie so ein bisschen, es ist auch unklar, das können auch Unklarheiten sein, dass euer Gesundheitszustand hier einfach so unklar ist oder dass ihr euch irgendwelche Illusionen macht. Und da gilt es wirklich mal Klarheit zu schaffen irgendwie. Oder ihr seid einfach ein bisschen vernebelt und voller Illusionen, ja? Okay? Vielleicht ist das auch ein psychologisches Problem.
Jetzt haben wir hier noch den Job und so, der Herrscher, ja. Ihr seid absolut stabil finanziell und das sieht weiter sehr, sehr schön aus hier. Sieht gut aus mit den Finanzen und auch im Job. Alles ist einfach sicher, okay, auf einem stabilen Fundament. Dann haben wir hier eure kreativen Projekte, Hobbys, alles, was ihr nebenbei tut. 5 Raphael, da ist Traurigkeit irgendwie. Vielleicht in dem Bereich klappt vielleicht etwas nicht so, wie ihr das gerne hättet. Das sieht so ein bisschen danach aus. Wir haben jetzt hier gerade noch die Liebe, Ritter Raphael, oh ja, ihr überwindet das Tief und hier kommt wieder eine bessere Atmosphäre voller Liebe, voller Gefühle. Vielleicht auch die Chance, jemanden Neues kennenzulernen oder euch allgemein wieder verliebt zu fühlen. Vielleicht beginnt auch hier eine neue Beziehung, wobei das ist aber eigentlich mehr so eine Flirt-Energie und einfach eine liebevolle Atmosphäre, wo eigentlich auch vieles möglich ist, ja? Ihr müsst euch halt öffnen. Dann haben wir jetzt hier die Leute, die euch umgeben und es kann auch wirklich sein, dass es hier eine neue Partnerschaft ist oder eine neue Liebelei oder irgendwie eine neue Person, die mit euch gemeinsame Sache macht. Die kann in die Liebe fallen, die kann aber auch euch eine Zusammenarbeit anbieten, ja, und tatsächlich in den Job hier fallen, das kann auch sehr gut sein. Auf alle Fälle sind das sehr, sehr liebe, nette Menschen, die euch da umgeben in den letzten 20 Tagen. Ja, meine lieben Wassermänner, also vielen herzlichen Dank fürs Anschauen, fürs Liken, Teilen und fürs Abonnieren. Und ich grüße euch hier noch einmal aus dem Stadion in Zürich. Und wer eine persönliche Beratung mit mir haben möchte, der soll sich doch bitte per E-Mail bei mir melden. Ich arbeite mit den Tarotkarten, mit der Numerologie, mit der Astrologie, dem Human Design. Ich bin so ein Schwamm, der alles aufsaugt. Ich liebe so Themen und wenn die Ergebnisse Klick machen und ich das Gefühl habe, nicht das Gefühl habe, sondern schwarz auf weiß sehe, ich habe dich verstanden, ich weiß quasi, mit wem ich es hier zu tun habe, okay? Dann weiß ich auch, was ich dir für einen Rat erteilen könnte, den ich dir auch erteilen werde, so dass vielleicht sich Dinge auch langfristig lösen können, aber wie auch immer, wir sind natürlich hier auf der Erde, um selber unseren Weg zu gehen und auch in die Veränderung zu gehen und auch selbst Dinge möglich zu machen. Und oft ist es so, dass wir einen Stups brauchen von einer anderen Seite, um diesen Weg zu gehen. Okay? Also ich danke euch von Herzen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!